Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge die Elder Scrolls Online Teso. Ja, dieses Mal ist die Qualität von meiner Stimme besser, denn ich bin wieder alleine. Es gab nur eine Folge Teso mit meinem Kumpel, drei Folgen For Honor und eine Folge Rainbow. Mehr nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier richtig ist, dass jetzt mein Live-Kommentar 60 ist. Ich glaube ja, das war so. Und wir haben im letzten Part das Portal geschlossen und alle gerettet. Das heißt, wir sind fertig eigentlich. Aber wir müssen noch mit Dulki anscheinend sprechen. Also noch ist die Quest nicht ganz vorüber. Vielleicht passiert ja noch was Interessantes, denn die Dulki ist eine Ork und sie ist lesbisch. Und das finde ich, ja, ich weiß, der letzte Titel ist nicht ganz angemessen, lesbische Ork. Aber es ist nun mal verdammt selten und eigentlich gar nicht machbar, also habe ich noch nie gesehen in Skyrim oder hier in Teso, dass eine Ork lesbisch ist. Deswegen fand ich das schon interessant. Und ich finde es immer noch interessant. So, Dulki, was hast du mir zu sagen? Und alles wird wieder so, wie es war. Ich weiß nicht, wie es mir dabei geht. Okay, ja, und was meint ihr damit? Frederik ist zurück und Ali liegt wirklich viel an ihm. Ihr Gesicht, als er durch dieses Portal trat. Hört mal, ich bin nur eine einfache Dienstbotin. Wenn meine Anwesenheit ihr Probleme bereitet, dann sollte ich vielleicht besser gar nicht hier sein. Oh, schon wieder eine Entscheidung. Also wir hatten ja im letzten Part schon eine Entscheidung und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung, wie ich finde. Ja. Entweder hört gut zu, Ali braucht Leute, auf die sie sich verlassen kann. Ihr habt eure Treue doch ein andere Mal bewiesen. Ein ums andere Mal bewiesen. Oder geht da raus, seht euch die Welt an und macht euch einen Namen. Sie ist eine Dienstbotin und sie hat halt Sorge, dass die Anwesenheit Probleme bereitet. Also ich würde jetzt nicht einfach sagen, als fremde Person geht doch raus, erkundet die Welt und verpisst euch so in der Art, sondern einfach mal hört gut zu, sie braucht trotzdem Leute. Und ja, würde ich dazu sagen. Ihr habt recht. Wie konnte ich nur ernsthaft darüber nachdenken, sie zu verlassen? Sie braucht mich jetzt. Mehr als je zuvor. Ali möchte mit euch sprechen, bevor ihr aufbrecht. Sie wartet gleich draußen auf euch. Okay. Also diese Quest hatte tatsächlich mein Happy End. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei mir sind die Seiten abgehackt, bei euch nicht. Sprecht mit Ali Edreit oben zum Beispiel gerade eben, da ist ein bisschen abgehackt. Bei mir, bei euch gar nicht. Das ist gut für euch, aber auch irgendwie schlecht für mich. Das finde ich sehr seltsam und wir haben immer noch einen Punkt. Ja, den lasse ich nochmal. Ich werde mal gucken, wie ich das ändern kann, weil das geht mir ein bisschen auf den Sack. Mutter, aber manchmal wundere ich mich schon über dein Temperament. Hallo? Unser Retter, danke noch einmal für alles, was ihr getan habt. Ihr wolltet mit mir sprechen. Nur um euch zu sagen, dass ohne euch nichts hiervon möglich gewesen wäre. Mein Vater, meine Mutter, Dulki, vielleicht sogar Frederik. Wir wären jetzt alle tot. Wenn ihr jemals ein Zuhause braucht, bitte, dann werdet ihr hier willkommen sein. Okay, ich habe einen Hochzeitsschleier bekommen. Und das war's jetzt komplett. Oh. Ali, meine Liebe, du musst hier etwas für uns klären. Sag's ihm. Was soll ich ihm sagen? Dass du nur mich liebst, ist doch offensichtlich. Was? Ist es nicht? Natürlich liebst du mich, Ali. Sag es ihr. Ich... Tut mir das bitte nicht an. Oh, Ali, wir haben doch nur Spaß gemacht. Du musst dich doch nicht zwischen uns entscheiden. Zumindest nicht jetzt gleich. Frederik? Nun, irgendwann wird sie sich entscheiden müssen. Was? Wie toll es ist, dass alle sicher zu Hause sind. Wir schulden euch alles, mein Freund. Ich hoffe, ihr besucht uns. Wir könnten zur Windmühle gehen und ihr könntet mir eure Geschichten erzählen. Und so ist alles wieder so, wie es sein soll, ja? Ich denke, die Baronin wird ab jetzt etwas weniger schnell in die Fußstapfen ihrer Schwiegermutter treten wollen. Gut, ich dachte, sie sagen jetzt was zu dieser Problematik. Habe ich jetzt vielleicht doch einen Fehler gemacht mit Dulki? Nicht, dass jetzt doch,
ja, hier mal Streit kommt. Darauf hatte ich jetzt nämlich keinen Bock eigentlich, aber wir werden das schon machen. Ist nicht mehr mein Problem. Ich habe meinen... Ach ja, Konstabler Agasu. Ey, mir geht das auf den Sack, dass das alles so nach hinten verlegt wird hier bei mir an den Seiten. Warum ist das so bei der Elgato? Also, das war doch sonst nie so. Muss ich das echt umstellen? Aber ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ich mache das nach der Folge. Dann stelle ich das mal um. Weil mir geht das schon so ein bisschen auf den Sack, dass das an den Seiten so abgegrenzt ist. Oh, was ist denn hier eigentlich? Sturzlauf entdeckt. Ketten. Okay, cool. Gut, wer bist du denn, Konstabler Agasu? Also, was machst du hier? Was ist das? Noch ein Fremder in dieser Stadt? Perfekt. Sie machen euch wahrscheinlich zum Bürgermeister. Erfahrung? Boah, das braucht ihr nicht. Fragt einfach den neuen Konstabler. Ihr scheint frustriert zu sein. Ich? Nein. Warum sollte ich denn frustriert sein? 10 Jahre als Dorfkonstabler. Und dann feuert mich der Bürgermeister eines Tages einfach so? Könnt ihr euch das vorstellen? Er meinte, ich werde zu alt und ein neuer Konstabler würde bessere Arbeit machen. Dieser Bastard hat nur Dung im Schädel. Und wer ist der neue Konstabler? Das ist ja das Problem. Den kennt niemand. Gavin Dean, so heißt er. Er und sein Amtmann schlenderten letzte Woche in die Stadt. Und jetzt ist er der Konstabler? Da stimmt doch etwas nicht. Sagt mal, könntet ihr vielleicht ein wenig herumstochern und herausfinden, was hier wirklich vor sich geht? Könnte ich machen. Ich werde mit den Leuten sprechen und nachforschen oder nachhorchen, was ich herausfinden kann. Traurig, wenn ich mich auf einen Fremden verlassen muss. Aber ich weiß es zu schätzen, dass ihr fragt. Der Bürgermeister, der Juwelier, der Müller. Sie benehmen sich alle seltsam. Es gibt etwas, das sie nicht sagen. Ihr findet mich im Gasthaus, wenn ihr etwas herausgefunden habt. Okay, inwiefern verhalten sich denn die Leute merkwürdig? Ihr dürft eines nicht vergessen. Ich kenne diese Leute schon seit Jahren. Ich habe mit ihnen gemeinsam getrunken und ich bin mit ihnen angeln gegangen. Ich dachte, sie wären meine Freunde. Dann feuert mich der Bürgermeister urplötzlich. Und jetzt hat keiner mehr ein nettes Wort für mich übrig. Ich finde das merkwürdig. So, da muss ich mich kurz muten. Seid ihr sicher, dass das nichts mit eurer Trinkerei zu tun hat? Meiner Trinkerei? Bei Maulauch nein. Bis das hier alles passiert ist, hatte ich schon seit Jahren keinen Tropfen mehr angerührt. Ich bin ewig trocken. Seit ich einmal morgens mit so einem kleinen, dürren Waldelfen neben mir im Bett aufgewacht bin. Für heute ist das hier mein letzter Schluck. Naja, vielleicht auch der vorletzte. Ah ja. Sie ist also aufgeschmissen, das merkt man. Nordspitz in Gefahr, das kann ich gerade noch so lesen. Wenn die Angst umgeht, sprecht mit Einheimischen, um Nachforschung anzustellen. Also es ist nur ein wenig abgehackt, das Bild. Und das geht mir trotzdem auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Undugur? Nee, Undugar. Denkt ihr, dass der Bürgermeister Agasu entlassen hat, weil sie eine Ork ist? Ich denke das. Und wenn sich diese Stadt so entwickelt, werde ich in eine andere ziehen. Das kann ich mir vorstellen. Du bist nämlich auch Ork, also von daher ist das nur berechtigt. So. Ach, das ist hier was zum, ja, Wohnen. Ja, das gibt es ja mittlerweile, schon eine ganze Weile eigentlich. Ist nicht so mein Fall, nicht in diesem Spiel. Da gibt es nichts groß zu diskutieren. Der Konstabler sagt, wir brauchen euren Wagen und euer Pferd. Aber was soll aus mir werden? Wenn ich mein Getreide nicht transportieren kann, verdiene ich kein Geld. Meine Familie wird verhungern. Habt ihr es schon vergessen? Ihr wollt doch, dass wir auf eure Familie aufpassen, nicht wahr? Also solltet ihr besser den Mund halten. Okay, die gefallen mir nicht. Gaggro-Urisch. Was zum Vergessen wollt ihr? Außer ihr könnt sie selbst schleppen, sagt mir nicht, dass ihr eine Ladung Getreide habt, die in der Mühle gemahlen werden muss. Der Hilfskonstabler hat gerade meinen verdammten Wagen konfisziert. Gibt es irgendwelche Probleme mit dem neuen Konstabler? Passt auf, ich kenne euch nicht und ihr braucht euch nicht in meine Angelegenheiten einzumischen. Ich bin nicht auf Ärger aus. Und ich werde über den neuen Konstabler kein einziges verdammtes Wort verlieren. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, dann kümmert ihr euch um euren eigenen Kram.
Ja. Ach, das mit dem Muten geht mir gerade ein bisschen auf den Sack, aber ich habe wieder mal Schnupfen anscheinend. Und das kommt immer, wenn ich aufnehme. Gerade eben war gar nichts und ich bin schon eine ganze Weile wach eigentlich. Und jetzt fängt es gerade wieder an. Also, ja. Der hat sich wirklich merkwürdig verhalten. Vielleicht ist hier wieder so eine Art Fluch. Ich meine, wir sind ja noch in Kluftspitze unterwegs. Und es könnte sein, dass es an diesem Fluch liegt, oder? Vielleicht aber auch nicht. Bürgermeister Orath. Willkommen in Sturzlauf, Reisende. Normalerweise würden wir euch mit offenen Armen begrüßen und ein Fest geben, aber nicht dieses Jahr. Wir hatten eine furchtbare Ernte und die Zeiten sind hart. Vielleicht wäre es besser, ihr zieht weiter und verbringt die Nacht in Nordspitz. Kommt nächstes Jahr wieder. Die hätten ein Fest für einen Fremden gemacht? Okay, ist ja interessant. Warum habt ihr Konstabler Agaso gefeuert? Sie hat euch am Stadtrand erwischt, was? Sie fühlt sich betrogen, ich weiß. Ich hoffe, sie wird mich eines Tages verstehen. Ich wollte sie auf gar keinen Fall kränken. Meiner Frau und mir hat unsere Freundschaft zu ihr immer sehr viel bedeutet. Und was hält eure Frau und eure... Was hält eure Frau von eurer Entscheidung? Meine Frau? Oh, sie weiß noch nichts davon. Nun, sie ist krank. Ja, sie ist krank. Sie war schon seit Tagen nicht mehr aus dem Haus. Das arme Ding, ja. Ich sollte lieber gleich einmal da rein und nach ihr sehen. Keine Zeit für eitles Geschwätz. Passt auf euch auf. Ja, das ist ja gar nicht so von wegen, ich denke mir jetzt mal ganz kurz was aus. Das brauche ich jetzt nicht. Kann ich da rein? Ich gucke einfach mal nach, ob es da eine Frau gibt. Gininan. Krank sieht das ja nicht aus. Die Geschichte von Prinzessin Iselde. Nee, danke. Das ist mir jetzt zu viel. Das ist mir einfach zu viel gewesen. So, da gucken wir uns nochmal die anderen zwei an. Den Juwelier und den... Gaspard. Einfach eine Person. Bist du denn? Ich verstehe es nicht. Warum ist alles so ruhig? Die Dinge hier ändern sich und ich mache mir Sorgen, dass es sich dabei um keine gute Sache handelt. Vielleicht ist es an der Zeit, weiterzuziehen. Ja, ja, wartet erstmal. Ich bin ja hier und ich kläre das schon alles. Vielleicht solltet ihr den Laden heute etwas früher schließen, Herren Mondori. Wenn ich darüber nachdenke, warum macht ihr das nicht jetzt sofort? Jawohl, Konstabler Gavendin. Dann schließe ich jetzt gleich. Tut nur nichts Unüberlegtes. Ah, ein Fremder in der Stadt. Ich sagte gerade, dass wir hier mehr Fremde bräuchten. Ihr wisst schon, Fremde, die herumlaufen und die Leute stören, die nur versuchen, ihrer Arbeit nachzugehen. Seid ihr so ein Fremder, mein Freund? Wollt ihr damit etwas sagen, dass ich euch belästige? Nein. Nein, überhaupt nicht. Natürlich nicht. Ihr seid hier genauso willkommen wie jeder andere auch. Es sei denn, ihr macht Ärger. Es gibt einen neuen Konstabler in der Stadt. Und einige Dinge hier werden sich grundlegend ändern. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich werde euch im Auge behalten, mein Freund. Okay. Interessant. So, Laura Viv Montori. Oh, hallo. Ihr müsst neu in der Stadt sein. Es tut mir leid, der Juwelier hat heute geschlossen. Befehl von Konstabler Gavendin. Und warum hat der Konstabler euch befohlen, euren Laden zu schließen? Hat das irgendeinen Sinn? Ich glaube, er macht sich Sorgen wegen der Sicherheit. Ja, angesichts all der Gerüchte über Banditen auf der Straße müssen wir auf der Hut sein. Außerdem soll bald eine große Ladung Amethysten aus der Mine eintreffen. Ihr Götter, ich hoffe, sie kommen sicher hier an. Ist euch in der Stadt irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Verdächtig? Nein, nichts. Überhaupt nichts. Warum fragt ihr? Oh, tja, da wäre Gaspar. Er ist ein wenig weich in der Birne. Er ist aus der Stadt gerannt und weigert sich zurückzukommen. Ich mache mir Sorgen um ihn. Er sollte wirklich nach Hause kommen. Also ist es ein Junge, oder was? Wenn ihr etwas kaufen wollt, geht hinein und sprecht mit Sabia. Ich bin sicher, er hat, was ihr braucht. Nee, ich glaube nicht. Denn ich brauche nichts.
Ich bin rundum glücklich. Gaspard Splettes. Das ist dann der Name. Nein, ich komme nicht. Nein, mache ich nicht. Frag gar nicht erst. Ich komme zurück, aber nur wenn Gaillard sagt, dass es sicher ist. Ja, das ist richtig. Nur wenn Gaillard es sagt. Gaillard hat mir gesagt, bis dahin soll ich genau hier bleiben. Und wer ist Gaillard und warum hat er euch gesagt, dass ihr, ihr solltet hier bleiben? Gaillard ist mein Freund. Er passt seit dem Tod meiner Eltern auf mich auf. Gaillard meinte, in der Stadt wäre es nicht sicher. Nein, nein, dieser Konstabler. Gaillard kennt ihn aus Dolchsturz. Er meinte, er wäre ein böser Mann. Gaillard ging los, um sich mit diesem Konstabler zu treffen. Aber er kam nie zurück. Und wo wollte er sich mit dem Konstabler treffen? Gaillard wollte sich mit dem Konstabler in dessen neuem Haus treffen. Gleich dort drüben im Osten. Es war einmal das Haus des Fischers, aber der Konstabler hat es sich genommen. Der Fischer ist einfach verschwunden. Ich hoffe, Gaillard ist nicht auch einfach verschwunden. Okay, ich verstehe das alles hier nicht so ganz. Das ist das Haus des Fischers. Der ist einfach weggegangen. Oh, mein Hals. Ich glaube, dieser Bürgermeister ist verwandt mit diesem Konstabler da. Ist nicht euer Ernst, der ist tot. Leonce, ihr habt, das habt ihr grandios hinbekommen. Ihr als Konstabler und ich als euer Amtmann. Die Jungs im Lager werden sich schier totlachen darüber. Ich behalte mein Zimmer im Gasthaus, aber was? Aber Bulzok bewacht die Geisel an dem Ort, den ihr vorgeschlagen habt. Da wird sie niemand finden. Kaum zu glauben, wie reibungslos der Plan läuft. Sagaba. Okay, zu Konstabler Agaso, ja. Die ist halt die einzige Normal hier noch irgendwie. Ah, meine Nase. Das ist zum Kotzen. Aber gleich ist ja der Part eh vorbei. Dann werde ich mal erstmal eine kleine Pause machen. Ach so, das ist ein Spieler. Ich dachte gerade schon, hä? Wer ist denn der mit der krassen Rüstung und dem coolen Hammer? Okay. Gut, ich könnte jetzt mit dir reden, das mache ich jetzt auch mal und ich werde mich jetzt ganz kurz muten, egal wie lang es ist. Oh, mein Kopfschmerz. 3 Laib Brot und mir ist immer noch schwindelig. Es ist mir egal, was geschieht. Erinnert mich daran, nie wieder diesen Rum zu trinken. Aber ihr habt euch in der Stadt umgehört? Wegen des zahnlosen Zwerges von Konstabler? Habt ihr etwas herausgefunden? Geiseln? Wusste ich's doch, dass diese Bastarde Übles im Schilde führen. Verdammt! Konstabler Gavendin ist gerade gemeinsam mit Dame Mondori von hier los. Amtmann Sagaba ist aber noch oben. Wir sollten versuchen, in sein Zimmer hineinzukommen, um zu sehen, was wir dort sonst noch finden. Ah, so, meine Güte. So, wie kommen wir in das Zimmer des Amtmann? Nun, ich habe mir diesen Schlaftrunk gegen meine Kopfschmerzen gekauft, aber ich denke, im Augenblick ist wohl nicht die Zeit für ein Nickerchen. Nehmt ihn mit hoch. Findet einen Weg, um Sagaba abzulenken. Schüttet ihn unauffällig in sein Getränk. Dann folgt er ihm auf sein Zimmer, bevor er anfängt, das Bewusstsein zu verlieren. Okay, das kann ich machen. Das ist meine Spezialität. Leute ausnocken mit irgendwelchen Tränken. Das kann ich gut. Ja. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Part von The Elder Scrolls Online Teso. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder dabei. Ja. Es gibt ja diese Woche 4 Folgen, das heißt 2 weitere kommen noch. Nein, nicht verbeugen. Sorry, ich wollte winken. Also bis übermorgen zur weiteren Folge Teso. Haut rein und ciao.